Hallo und herzlich willkommen zurück. Herzlich? Bei Assassin's Creed Unity. Heute habe ich vor, deutlich mehr Geld zu bekommen. Ich habe jetzt 4.929 Fro. Der alten Fro. Gab ja noch die neuen Fro. Ich will mir 5.000 Fro holen, um mir neue Rüstung, neue Kleidung und mich eben aufzurüsten und cool anziehen. Ja, gut. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dafür brauchen wir natürlich Thun. Und davor will ich noch ein bisschen die Sprachlautstärke, heißt das oder so, ne? Sprachlautstärke etwas leise machen. Weil die Menschen schreien auf den Straßen wirklich wie die Bescheuerten. Nichts gegen die Menschen, aber. Na. Das ist eine Kokarde. Die kann man ja auch gut einsammeln. Ich habe gehört, wenn man 100 davon hat, bekommt man irgendwie so einen ganz schwarzen Mantel. Wow. Besonders. Wenn man aber 25 hat, bekommt man irgendwie so einen komischen braun, roten, weißen, unlogischen, schlechte farbenden, irgendwie so einen Müll bekommt man dann. Also man bekommt Farben, wenn man Kokarden sammelt. Das sind Verbrecher. Und Verbrecher töten, Mann. Meine heilige Fresse. Verbrecher, warte. Du hast nicht gewartet, dein Problem. Hat der denn Geld eigentlich? 8 Fro, im Ernst. 17 Fro, im Ernst. So trägt er nicht seine Kreditkarte mit sich. Mann. Spiel mobbt mich. Okay, zurück zu den Kokarden. Oder? Nee, doch nicht. Ich will nicht zu lange aufhalten. Ich will Geld sammeln, keine Kokarden. Bin schon irgendwie schon heiser. So. Wir waren ja schon in der letzten Folge, aber ich will einfach diese Schatztruhe haben. Die ist für mich lebenswichtig. Ne, durch die Tür kommen wir nicht. Genauso wie letztes Mal. Na toll. Wo ist denn sie? Wenn ihr diese Schatzsuche nicht sehen wollt, sondern ein bisschen nur Action mit aufs Maul schlagen mit Bruce Willis, dann müsst ihr ein bisschen vorspulen. Weil in dieser Folge will ich wirklich einfach, ja, Geld sammeln, mich aufrüsten, Menschen töten, um meine neuen Waffen auszuprobieren. Was man so im Alltag tut. Okay, keine Menschen töten, das war... Na egal, vergiss das. Vielleicht ist es doch oben. Theoretisch gesagt. Ich glaube, da ist doch was. Nein. Wo ist das? Was ist das? Wo ist das? Da unten. Ich hab's gesehen, da unten war das. Yes! Ich hab's geschafft! Seht ihr da ganz unten? Jo, da geh jetzt hin. Das lohnt sich. Sicherlich. Nicht. Was? Egal. Nein, das ist das gleiche Gebäude raus hier. Raus hier. Geh doch. Oh, die Plan. In diesem Party gibt's wirklich zu viel zu tun. Die bleibt stehen. Halt, stopp. Mann. Geh doch. Sieht ein bisschen komisch aus. Und der Typ da so mit voller Angst. Der wird ein Typ zusammengeschlagen. Boah, Alter. Das ist ein bisschen zu brutal, ehrlich. Das ist überflüssig, hörst du? Überflüssig. Mann. Irgendwo da unten ist sie. Irgendwie so ein Kerker oder. Unterirdisch. Vergraben. Noch in der Minecraft-Welt. Komm rein. Habt ihr hier so einen unterirdischen Durchgang vielleicht? Nein? Okay, danke. Da ist es! Ich hab's gefunden! Bin ich cool. Na. Ich brauche jetzt so eine Musik, so Feiermusik. Ich hab's gefunden. Tralala, tralala oder so. Ich hab's! Yes! Und ich muss husten, weil... Alter, meine Stimme.
Das hat man sicherlich gehört, denke ich. Weil Mikro 100% Lautstärke, da hört man ja einiges. So, mein Stuhl. Was ist eigentlich, wenn ich hier weitergehe? Ist eigentlich eine gute Idee. Sagte ich. Die war nicht so gut. Dieser Tunnel dauert nicht lange. Schade. Oh, hier ist eine Kukala, sehe ich auf der Karte. Und die ist sicherlich nicht unten. Bin ich mir sicher. Wo ist sie? Kukala, ich suche dich. Da oben. Da ist die Kukala. Gut. Wie hole ich sie jetzt? Geht's hier rum? Ja. An der Luft hochkrabbeln ist ja was ganz Normales. Ihr wird von irgendein Typ verfolgt, einfach hochkrabbeln. Das lohnt sich immer. Ja. Ist so. Wo ist diese Schatztruhe jetzt? Oben, unten, Mitte. Unten. Komm mal nur nach unten, alter Mann. Oh, nicht nochmal. Mach's auch schnell, wie das in diesem... Ja, gegen die Wand abrollen. Ihr seid in einen Kampf verwickelt, einfach gegen die Wand abrollen. Ihr werdet euch zwar im Kopf brechen, aber... Alter, wie viele Toten hier rumliegen. Heilige Scheiße. Was ist hier los? Ich war hier schon mal drin. Ja, hallo? Tschüss. Wo ist denn mein Schatz? Gollum! Gollum! Bitte was? Das war ich nicht. Das war... Ja, das war... Meine Katze. Ich hab keine... Das war... Mein Globus. So. Sicherlich ist der Schatz nicht hier. Was habe ich mit der Stimme gemacht? Ja. Schrei doch nicht so rum. Ich wollte euer Date nicht stören. Tut mir leid, tschüss. Das Mikro ist gut, das. Diese Geräusche mache ich selber. Hol mir doch die Schatztruhe von da ganz weit hinten, in so einen Garten. Wahrscheinlich dort, wo wir in diesem Raum des Königs waren. Da bin ich mir sicher. Alter. Wo den Verbrecher töten. Verbrecher, warte. Warte. Ich töte dich. Ach komm, nicht dein Ernst. Kann ich auch so machen. Happy End. Yay. Also ich habe schon 5212 Fron. Also den alten Fron. Es gab ja noch diese neuen Fron. Und jetzt ist dort Euro. Egal. Da will ich mir ja was kaufen. Charakteranpassung. Echt französisch gesprochen. Merci beaucoup. Je veux Fron parce que je veux reich sein. Was? Egal, ich hab nichts gehört. So. Was kann ich mir denn kaufen? Schwerwaffen vielleicht. Ist zwar nicht sehr meins, aber... Ja, vielleicht. In irgendeiner parallelen Welt kämpft ihr ja nur mit einem Schwerwaffenkolben. Oder schwere Fallstiegung. Groß Claymore. Julienten, was ist das? Nee, Julien Flinten. Nee, Gewehr ist ganz nicht meins. Das ist ein bisschen. Ja. Und einhändig finde ich ein bisschen alt. Ich fand das noch im vierten Teil gut, also Black Flag, da hat man zwei Schwerter. Das habe ich wirklich gefeiert. Oh, Katana. Diese leicht gebogene Klinge stammt aus Japan und ist in Europa sehr selten. Ist das eine Kurzkatana oder eine Langkatana? Egal.
Warte, Kengutea? Hä? Alter, meine Stimme. Ich bringe mich um. Was soll ich nehmen? Schwerstab. Zauberstab aus Harry Potter oder was? Expelliarmus. Bravus, Servus, Papadopoulos. Keine Ahnung. Schwerstab. Ich hole mir einfach jetzt ein Schwerstab. Ist wahrscheinlich auch eine gute Waffe, muss ich sagen. Jetzt aber kurz zu Fähigkeiten, weil ich will ja mich auskennen mit schweren Waffen. Deshalb. Meister der schweren Waffen. Yeah. Was war das? Vielleicht auch die Farbe tauschen. Irgendwie so ein weißes oder rotes oder dunkelbraun-gelbes. Weißer Adler ist auch cool. Assassinenblau. Hoffnung in Arthur. Ist das eine Stadt oder was? Wir fahren jetzt nach Arthur. Blau, dunkel, gelb, schwarz. Nee, ist nicht meins. Uplay. Sumpfbewohner. Wenn das jemand trägt, ja, schön und gut, aber... Naja. Oh, das hole ich mir. Königliches Popur. Das will ich ja sicherlich tragen. Tal im Sonnenuntergang. Flächen. Regnerischer Himmel. Das sieht doch gut aus. Regnerischer Himmel. Okay. Ich passe weiter. Okay, das war's. Ich laufe jetzt ein bisschen rum. Ich war kurz raus, so, tut mir leid, ich war ein bisschen weg. So. Ne, ich war nicht weg, mein Mikro war kaputt kurz. Ich habe hier weitergespielt. Naja. Verbesserter. Nee, ist nicht meins. Ich kann mir eigentlich auch nichts leisten, ich habe 269 Fronen. Verbesserter Phantommantel. Nee. Hanus nachtgeschnittener Mantel. Wow. Hanus nachtgeschnittener Mantel. Nee. Ja, sieht alles gut aus, muss ich sagen. Alles davon. Die Nachbarn schreien rum. Verbesserte Banditenmantel. Heilige Scheiße, dass es nicht gibt. Ja, jetzt bin ich doch voll aufgerüstet. Alter, die Waffe. Doch, keine Angst, ich will doch nur zum Metzger gehen. Ich mach Metzger-Abitur. Man muss dafür Mathe wissen, ja. Man muss ja wissen, wie viel man abschneiden soll und so. Die Tour ist unheimlich weit. Da gehe ich durch Häuser und Menschen und... Nee, wie war das eigentlich? Ich gehe durch... Was genau werft ihr mir eigentlich vor, hm? Ich bin kein... Digga. Hey, Arno. Alter, ich will meine Waffe austesten, was soll das? Arno, du enttäuschst mich. Ich hab Blinder ruhig. Tut mir leid. Nee, komm, kein Labyrinth. Oder was das auch immer sein soll. Wie laut das hier ist. Hier ist schon... Oh mein Gott. Okay, hier kann ich ein bisschen mit meinen Kämpfen klarkommen. Und an dieser Stelle endet auch das Let's Play. Tut mir leid. Tschüss.